In einem Interview mit dem Sender CBS hat Meghan Markle schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus erhoben. In dem Gespräch sagte die Ehefrau von Prinz Harry, sie habe teilweise Suizidgedanken gehegt. Das Königshaus habe ihr aber keine Hilfe angeboten. Zudem erhob Meghan, deren Mutter Afroamerikanerin ist, Rassismusvorwürfe. Demnach habe sich die Königsfamilie vor der Geburt ihres Sohnes Archie Sorgen um dessen Hautfarbe gemacht. Sie habe während der Schwangerschaft Gespräche darüber führen müssen, wie dunkel seine Haut wohl sei. Auch ihr Ehemann ging mit seiner Familie hart ins Gericht und äußerte sich enttäuscht über seinen Vater Prinz Charles. Er fühle sich von ihm wirklich im Stich gelassen, erklärte der 36-Jährige. Zu seiner Großmutter Königin Elisabeth habe er aber ein gutes Verhältnis. Das Paar hatte sich Anfang 2020 überraschend aus der ersten Reihe des britischen Königshauses zurückgezogen. Die beiden leben inzwischen in Kalifornien. In dem Interview verriet das Paar zudem, dass ihr zweites Kind ein Mädchen wird.